Carsten Heine, Trainer der VSG Altglienicke. Am kommenden Samstag steigt ja das Erstrundenspiel im DFB-Pokal Ihrer Mannschaft gegen den 1. FC Köln. Wie groß ist die Vorfreude bei Ihnen, der Mannschaft, auf dieses Spiel? Die ist groß, ganz klar. Wir wollten unbedingt Pokalsieger werden und haben uns dann natürlich auch ein attraktives Los gewünscht. Und sind jetzt froh, dass wir als doch kleiner Regionalligist beim großen 1. FC Köln antreten können. Und deshalb ist pure Freude im Moment da. Wie stellt man einen Regionalligisten richtig auf so ein Bundesliga-Team als Gegner ein? Wir machen, wenn die Frage darauf hinaus zielt, erstmal gar nichts Besonderes. Wir trainieren, unser Alltag hier läuft ab, als wenn wir ein normales Meisterschaftsspiel hätten. Der Unterschied ist natürlich, wenn man jetzt mit dem ICE nach Köln fährt, einen Tag vorher anreist, was ja bei uns auch nicht gegeben ist, im normalen Punktspielalltag und dann in so einem tollen Stadion dort spielen kann. Das sind natürlich schon Unterschiede. Aber ansonsten geht es ja darum, dass wir in diesem Spiel versuchen, eine Visitenkarte abzugeben als VSG Altglienicke, dass wir dort das zeigen, was wir auch im Alltag zeigen, dass wir Fußball spielen wollen, nach vorne spielen wollen. Wir wissen natürlich auch, dass das gegen eine Mannschaft ist. Ob sie uns das so gestatten, werden wir sehen. Aber wir wollen einfach sehr mutig und sehr leidenschaftlich dort in Köln auflaufen und solange wie es geht, die Kölner auch ein bisschen ärgern. Das Heimrecht ist ja getauscht worden. Das bedeutet, Sie werden mit Ihrer Mannschaft nach Köln reisen oder dort in ein Bundesligastadion spielen. Wie groß ist auch der Erfahrungswert für eine Regionalligamannschaft bei so einer Auswärtsfahrt, in so einem Auswärtsspiel? Ja, das kann ich ja vorher nicht sagen. Also das werden wir ja sehen. Auf jeden Fall ist es erstmal spannend, keine Frage. Und dass wir das Heimrecht getauscht haben, die Gründe sind ja bekannt. Und wir hätten hier vor einem fast leeren Stadion gespielt. Wir spielen dort in einem fast leeren Stadion. Und sodass ich jetzt mal sage, dass da mehr die Freude und Spannung, was uns erwartet, überwiegt. Wie weit schmälert so ein Heimrechttausch aber auch die sportlichen Chancen bei Ihnen und Ihrer Mannschaft? Das habe ich ja schon versucht anzudeuten. Es ist, beide Stadien sind leer. So, und damit fehlt ja das, was ein jetzt bezeichne ich mal uns logischerweise als klare Außenseiter, das Pushen der Fans, der Zuschauer fehlt uns natürlich dort. Aber das haben wir ja hier im Jahnstadion, wo wir sicherlich immer Top-Bedingungen haben, was den Rasen, was alles andere Infrastruktur anbelangt, vorfinden. Aber Zuschauer haben wir dort auch nicht allzu viel. Und das ist ja auch begründet, dass wir in einem Bezirk spielen, der nicht unser ist, sodass die Umstellung da nicht so groß ist. Es ist eine riesen Arena, das ist schön. Und ich sagte ja deshalb nochmal, es ist sicherlich für viele, viele Jungs, die das noch nicht so kennen, eine tolle Geschichte, dort mal auflaufen zu können. Ja, Sie kennen sich ja durchaus aus mit Wundern. Sie gehörten damals zum Trainerteam der Hertha Amateure, die 93 ins Finale des DFB-Pokals gegen Leverkusen eingezogen sind. Welche Erinnerungen haben Sie noch daran? Die sind natürlich noch da, dass man dort Erinnerungen hat. Und, aber das ist jetzt inzwischen sehr, sehr lange her und spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Sondern da gibt es ja auch aktuelle Beispiele, dass sogenannte kleine Mannschaften es durchaus mal in einem Spiel schaffen können, auch mal für eine Sensation zu sorgen. Und so fährt jede Mannschaft, die jetzt in der ersten Runde im DFB-Pokal ist, sicherlich zu ihrem Gegner hin und hofft, dass jetzt wir speziell, die Kölner, vielleicht sind 3, 4 Spieler dabei, die uns unterschätzen und wir wollen da sein, wenn wir dort eine kleine Chance bekommen. Und deshalb ist das allemal immer reizvoll. Und letzte Frage, mit der Liga, dem Landespokal, dem DFB-Pokal tanzen Sie ja derzeit mit Ihrer Mannschaft auf 3 Hochzeiten dieser Saison. Wie sehen da die Zielsetzungen für die laufende Spielzeit aus? Die Zielsetzungen sind so wie im vergangenen Jahr. Wir wollen sehen, dass wir unseren Fußball, dass wir schießen eine Menge Tore, wir wollen attraktiv spielen, wir wollen mit viel Freude, mit viel Leidenschaft spielen. Das ist auch in diesem Jahr unser Ziel und dann werden wir am Ende sehen, welchen Tabellenplatz wir dort mit erreichen. Wir haben jetzt keine tabellarische Zielsetzung uns ausgegeben, sondern wir wollen einfach so gut wie möglich wiederum Fußball spielen, in der Tabelle natürlich so weit wie möglich oben stehen. Wohl wissen, dass das in diesem Jahr weitaus schwerer sein wird, oben mit dabei zu sein. Und Landespokal natürlich, wir werden wieder alles versuchen, um Pokalsieger zu werden. Carsten Heine, ich bedanke mich für das Interview. Sehr gerne.